Grüezi, mein Name ist Gabo Gaspar und ich bin Pensionsplaner. Genauso habe ich jetzt 9-mal den Bänkli-Tag im 2020 eröffnet. Mit ganz spannenden Gästen auf ihren Bänkli habe ich Platz nehmen und über das Älterwerden mit ihnen reden. Dank meinem Bruder, Mattila Gaspar, der für die Produktion zuständig war, habe ich die Idee, die ich schon lange mit mir herumgetragen habe, endlich in die Realität umgesetzt. Mein grösstes Learning war, zuzulassen. Die Gespräche, die ich führe auf dem Bänkli, die sind nicht vorbereitet im Sinne von ich habe ganz spezifische Fragen, sondern ich sitze mit meinen Gästen her, höre zu, was sie mir für Antworten geben und aus dem heraus ergeben sich wieder neue Fragen. Also so, wie wir alle ganz natürlich Gespräche führen. Mein erster Gast, den ich auf ihrem Bänkli begrüßen durfte, war Luisa Rossi. Und sie hat mit mir über ihr Älterwerden geredet. Ich weiß nicht, es ist so, als ich 50 geworden bin, habe ich eigentlich keinen Unterschied gespürt mit 40. Mhm. Also so ungefähr, das habe ich gefunden, es sieht alles noch ähnlich aus. 40, 50 hat keinen Unterschied gemacht. Jetzt, als ich auf die 60 gegangen, macht sich nicht innerlich, weil innerlich habe ich das Gefühl, ich bin fitter, ich bin gesünder, ich habe herausgefunden, was mir am besten gut tut, aber der Lack. Am Lack musst du irgendwie ein mehr polieren. Auf natürliche Art gut altern ist mein Ziel. Die Spontanität darf man nicht verlieren aufs Alter, die Neugier darf man nicht verlieren, die Energie. Lachen ist Vitamin, es ist Lebenselixier. Der Patrick Müller war mein nächster Gast auf dem Bänkli, der vor knapp 3 Jahren etwas erlebt hat, das hoffentlich niemand in seinem Alter muss erleben. Ich hatte dann zu Hause einen Herzstillstand und ich bin stundenlang reanimiert worden. Eine Stunde? Ja. Okay. Nach einer halben Stunde hat mir meiner Frau gesagt, es tut uns leid, Frau Müller. Ihren Mann lebt leider nicht mehr. Wenn das Schicksal spielt, dann spielt es und das kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Für mich ist sicher wichtig, dass man, das gebe ich auch meinen Kindern weiter, jetzt vielleicht ein bisschen intensiver als vorne, dass ich meinen Kindern oder auch den Leuten sage, macht doch nicht immer alles ganz so bierernst anschauen. Denkt daran, hier und jetzt auch ein bisschen das zu geniessen. Nachdem der Lockdown durch war, hat Claudio Zuccolini mit mir auf dem Bänkli Platz genommen und über seine Erfahrungen geredet. Ja, ich bin eigentlich, seit es mich gibt, bin ich in so viele Sachen hineingelaufen, dass ich, wo ich nie gedacht hätte, dass ich das einmal machen kann. Ja, also ich glaube, was ich einfach immer gemerkt habe, ist, es geht immer weiter, auch in der Selbstständigkeit. Also ich habe so viele Sachen, immer wieder so Krisen gehabt, wo ich gefunden habe, wow, das ist jetzt schon noch heftig. Auch jetzt wieder, aber irgendwie geht es immer weiter. Also man muss halt Geduld, also das habe ich auch gemerkt, Geduld haben. Aber wenn man diesen Gedanken im Kopf hat und halt die positive Gedanken daran hat und immer daran auch denkt, das wäre jetzt mal noch etwas, ist irgendwann wird es kommen. Ein herrliches Beispiel, dass man nie zu alt ist, um etwas Neues zu lernen, ist der Urs Haldimann. Ich habe vor 2 Jahren angefangen, Karate zu machen. Und mittlerweile sind auch einmal Junge in diesem Grüppli, wo ich hier mit Seniorinnen zusammen angefangen habe. Und das macht mir grossen Spass. Mhm. Also es gibt ganz wenig, wo ich jetzt muss sagen, da habe ich altersbedingte Einschränkungen. Okay. Bei den Frauen ist mehr so ein Beziehungsthema im Vordergrund. Und bei den Männern ist es vermehrt das Thema gewesen, wer bin ich denn, wenn ich einmal nicht mehr der Berufsmann bin. Mit der Ruth Wittmer habe ich auf ihrem Lieblingsbänkli am Rhein im Baselplatz genommen und über ihr Leben geredet. Und ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten heute, wie kommunizieren wir miteinander, dass wir einander verstehen. Und nicht immer irgendwie aus lauter Missverständnis, wie wir einander nicht verstehen, miteinander in einen Konflikt kommen. Dann musst du auch lernen, umzugehen, dass du jetzt nicht gefragt bist. Okay. Also ich habe das schon gemerkt, als ich die Medien- und Theaterfalle abgegeben habe, dann plötzlich gewisse Einladungen sind nicht mehr gekommen. Ich bin nie arbeiten und ich habe das Gefühl, es hat keinen Sinn, dort hinzugehen. Schauen.
hören und nicht urteilen, sondern etwas stehen lassen. Weil so kann ich nämlich auch mit einem Du mich verbinden und dann gibt es zusammen ein Wir. Der Antoine F. Götschel ist Anwalt, und zwar Anwalt mit einem grossen Herz für dich. Die Vorstellung, dass das Gegenüber, wenn es redlich ist und ehrlich zu sich, gleich tief überzeugt ist von der Richtigkeit des Standpunkts, gibt eine kleine Entspannung. Ich hatte mal so eine Nahtoderfahrung und mir gesagt, so schön, es geht weiter. Es geht weiter, wenn ich nicht mehr bin. Also das eine ist vielleicht, das Leben nicht so persönlich zu nehmen. Mhm. Ich habe an einer Sitzung gesagt, es geht nur um die Sache, du Dubbel, da merkt man, es ist etwas falsch. Ja, genau. Das Leben nicht so persönlich nehmen, weil heissen, auch mal genug Distanz zu bekommen, merken, was irritiert mich, was bedrängt mich, und ist das wirklich so wichtig? Mhm. Und versuchen, angstfreier oder angstfrei zu leben. Der Bruno Gehrig ist ein grosser Wirtschaftskapitän, der schon Mengen Sturm in der Wirtschaft draussen miterlebt hat. Und was er mir für Tipps auf den Weg gibt, das seht ihr jetzt. Ich meine, ich würde sagen, mein grösstes Gefühl ist die Dankbarkeit für das, was mir widerfahren ist. Mhm. Da muss ich nur Danke sagen, dass mein Rat nicht mehr so gefragt ist. Das merkt man schon, wenn man älter wird, oder? Ja. Früher haben alle gefragt und sind gekommen und jeden Mittag und jede Nacht hat man eine Auskunft gegeben. Und das hat langsam aufgehört. Erster Tipp: Altersvorsorge machen, das ist klar, privat, das haben wir schon gesagt. Zweiter Tipp: gesund bleiben, Fitness machen. Und dritter bleibt Familie pflegen. Mit dem Kurt Eschbacher habe ich fast schon philosophisches Gespräch auf dem Bänkchen führen. Und es war sehr spannend, was er mir so mit auf den Weg gibt. Mit 50 ist ich schon immer wieder klar geworden. Was macht mich glücklich? Mhm. Was bringt mir Inspirationen? Mhm. Wo fühle ich mich daheim? Und das muss man aktiv pflegen. Ja. Und viele Leute tun das vernachlässigen. Mhm. Sie leben nur im Beruf. Und im Moment, wo sie ihre Visitenkarte müssen abgeben müssen, sind sie wie ohne Boden unter den Füßen. Für mich jetzt auch eines von diesen schönen Abenteuern in jedem Lebensabschnitt wieder sich ganz klare Ziele setzen und mit sich in dem Sinn probieren, ins Reine zu kommen. Cool. Bestimmen kann man nur, welche Zufälle man nachher auch in sich aufnimmt und in Handlungen umsetzt. Okay. Als Abschluss vom Jahr 2020 bin ich in Frumserbergen und habe dort den Dani Barreis auf seinem Bänkchen getroffen. Und mit ihm habe ich über Unternehmertum und Sport diskutiert. Der Unternehmer und das ganze Sport hat sehr viel miteinander zu tun. Und ich glaube, ist auch, man profitiert gegenseitig von dem. Also ich glaube, wenn ich nicht den Sport nicht den wichtigen Aspekt in meinem Leben gehabt hätte, den ich bis jetzt hatte, wäre ich auch nicht Unternehmer geworden. Und ich glaube, Zeit ist etwas, das dann einfach vielleicht eine andere Bedeutung bekommt. Im Sinn, wenn du dann operativ nicht mehr all die Verpflichtungen hast im Geschäft, dass du dann das ein bisschen besser unterteilen oder einteilen kannst. Ja, und vielleicht einmal, dann schaut vielleicht einmal ein Jahr in den Tag ausleben. Habe ich noch nie gemacht. Unternehmer dann sehr viel antizipieren, Unternehmen gleich Geld, gleich reich, gleich was auch immer. Oder? Ich glaube, zum Unternehmen sein gehört noch viel mehr dazu, als jetzt nur unbedingt schnell viel Geld verdienen. Sondern es geht eigentlich darum, eine gute Idee, die du hast, die so gut zu bringen, dass sie breite Akzeptanz in der Gesellschaft findet. Und dann ist alles andere automatisch. So, das wären die Ausschnitte. Ich hoffe, der ein oder andere von euch kann etwas mitnehmen. Ich auf jeden Fall has können. Ich möchte mich bei all meinen Gästen bedanken, dass sie sich Zeit genommen haben, um mit mir aufs Bänkchen zu sitzen und über Selter werden zu reden. Ich möchte auch meinem Bruder Mathilde Gaspard danken, dass er mich unterstützt hat bei der Technik, bei der Konzeption und bei der Umsetzung. Zu guter Letzt möchte ich mich bei euch allen bedanken fürs Zuschauen. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr würdet den Bänkchen Talk Kanal abonnieren. Irgendwo da unten ist das möglich. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen für das 2021 gutes Gelingen und ein gutes Jahr.